Ziel vor sich hat, dann denke ich, gibt es nur eine Möglichkeit, das zu verwirklichen, indem man das konsequent verfolgt und nicht zu sehr nach links und nach rechts hört, sondern guckt, was für einen selbst richtig ist, dass man das so tut, wie man das selbst denkt. Das ist schon ein Lebensmotto für mich. Ich bin jetzt nicht dieser klassische Bildhauer-Typ, ich komme ja eigentlich von der Musik her. Und wie das dann manchmal so ist, dann durch Zufälle entwickelt sich dann etwas anderes. Und bei mir war das eben so, dass ich dann die Faszination von den Steinen irgendwann entdeckt habe. Eben weil das was Archaisches ist, was dieses Material ist, 250 Millionen Jahre alt. Und damit umzugehen, das fasziniert. Diesen Skulpturen und Wandarbeiten und den Papierarbeiten ist gemeint diese Feinheit. Es ist alles fein und fragil und ich vermute mal, so bin ich. Die Kunst lebt ja nur letztendlich durch den Betrachter. Und mit meinen Arbeiten ist es eben so, dass er erstmal in die Irre geführt wird. Das heißt, ich mache den Stein weich, textil, gebogen, wird gegossen. Also alles Attribute, die im Materialstein widersprechen. Und der Betrachter muss überprüfen, was er sieht. Ne? Und so eine Überprüfung dessen, was man sieht, ist ja letztendlich auch immer wieder im Rückschluss eine Selbstüberprüfung. Ich denke, dass viele Dinge, die in unserer schnelllebigen Zeit so an uns vorbeirasen, dass man überhaupt nicht mehr in die Tiefe dringen kann. Was passiert eigentlich hier auf dieser Welt? Da lief eine Dame mit ihrem Kind auf dem Arm an dieser Würfelarbeit vorbei. Und das Kind guckte dann nach rechts an die Wand und ging dann mit seiner Zunge so über diese Arbeit, weil es wahrscheinlich dachte, es muss Zucker sein. Und das sind dann so Erlebnisse, die mir zeigen, ich bin für mich auf der richtigen Fährte. Wenn ich einen Block vor mir habe, dann weiß ich nicht, was sich da drin befindet. Also ich muss es herausarbeiten. Und gerade bei diesem Moser-Muschelkalk, den ich hauptsächlich verwende, da ist es so, dass dieser diese Eisenoxideinschlüsse hat. Und die sind nicht planbar, die sind auch von außen nicht zu sehen. Insofern lebt der Stein natürlich schon auch ein Stück weit. Jede Arbeit, mit der ich zu tun habe, die im Entstehungsprozess ist, ist gerade die einzige, die in diesem Moment da ist. Insofern die wichtigste und die Lieblingsarbeit. Es ist eine harte Arbeit, aber es ist trotzdem so, dass schon der Entstehungsprozess an sich eine tiefe innere Befriedigung auch gibt. Einfach diesen Weg, wie weit näher ich mich dieser guten, dieser bestmöglichen Form an. Diese Schnitte, dieser Lärm, das hat was mit Rhythmus zu tun. Also ist schon ein Bezug auch ein Stück weit zur Musik. Und ich höre das ja so als leises Singen. Ne? Und das ist wie ein Stück meditieren. Ja. Also ich zerstöre eigentlich den Stein oder ich verletze ihn, aber ich zeige ihm dann auch vielleicht ein Stück durch die Verletzung einen Weg ins Paradies.